Was wir machen, ist Pflanzenkohle in Baumaterialien rein tun. Pflanzenkohle kann man sich vorstellen, das ist eigentlich eine fixe Art von CO2. Das ist CO2, das als Gas in der Atmosphäre war und dann durch biologische Prozesse und einen technischen Prozess dann gebunden wird. Und wir nehmen jetzt das gebundene CO2 in dieser festen Form und machen aus dem Häuser, kann man sagen, kurz zusammengefasst. So I found the sustainability booster and I went along for the evening and that's where I met Moritz. And he pitched about putting biochar into building materials and I thought that was a great way to get involved in a sustainable startup that actually has a direct impact. We then got a place at the Runway office, the startup incubator, where we could then build on the idea for the next year. And we then returned again to the sustainability booster where we met a great bunch of students who are still helping us today. Also, wir haben da beim ersten Booster haben Charles und ich recht viel in dieser Werkstatt zusammen geschafft und neue Materialien entwickelt und Experimente gemacht. Zwischenzeitlich haben wir verschiedene Produktionspartner gefunden. Und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, die Sachen, die wir so produzieren, auch noch zu vertreiben und zu verkaufen.